zusammen. Es ist wieder XCOM 2 Zeit. Mission. Rettungsmission. Rettungsmission. Wir retten Leute. Der Mörder, Attentäter, Krieger, Assassine, Jäger. Das war's. Der Jäger ist erschienen und wartet direkt in unserer Abholzone auf uns. Gefährliche Geschichte. Außerdem überall Untote, überall Aliens und überall Leute, die wir noch retten sollen. Also, machen wir uns am besten gleich auf den Weg, oder? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit Sakuraki in volle Deckung. Schon unterwegs. So weit Richtung zu rettende Geisel wie möglich. Keine Gegner in Sicht, na gut. Ah, okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt diesen Verlorenen hier angreifen soll, weil meiner Meinung nach greift der wahrscheinlich den Alien hier an. Und das finde ich gut. Deswegen machen wir jetzt mal einen Tarnschuss auf... Oh, wir können irgendjemanden flankieren. Nee, doch nicht. Wir machen einen Tarnschuss auf... Phantom. Ja. Ein Licht auf mit 91%iger Wahrscheinlichkeit kann man das schon mal machen. 4 Schaden, nicht die Welt, aber immerhin. So, wer bist du? Wer ist jetzt? Falkos ist jetzt dran. Falkos. Ich muss da echt immer, ich weiß nicht warum, aber wenn ich so, hier in diesem Spiel vor allem, wenn ich Falkos sage und dann hat er auch noch so schwere Waffen, muss ich immer an diesen Otto-Film denken. Immer an Amboss, der Rabiator. Das ist immer so, Falkos. Dann will ich immer dazu sagen, der, ja, Aggressator. Oder so. Nicht wirklich. Was? Ein Black Man Army darf noch ziehen. Ich weiß nicht wohin. Hier ist er angeblich voll gedeckt, kann aber trotzdem auf 2 Personen zielen. Na, da bin ich gespannt. Position bestätigt. Er hat ja das super awesome Attentäterin-Gewehr. Oh, da hinten ein Muton. Den wecke ich jetzt mal lieber nicht auf. Da schießen wir lieber auf den da. Kritischer Treffer, 13 Schaden, alle tot. Einer erledigt, noch tausende übrig. Awesome. Oh nein, er hat sie trotzdem aufgedeckt. Die Typen hatten eh nichts drauf. 2 Mutons und ein Wuschelfliegerling. Die Wuschelfliegerlings sind die allerschlimmsten. Was machen wir jetzt mit Santa Claus? Was machen wir jetzt mit dem? Der kann jetzt nicht einfach... Soll ich ihn da hinschicken? Trauen wir uns das? Ich glaube... Ja. Das machen wir. Oh mein Gott, hoffentlich sind da keine Verlorenen hinten, die jetzt Santa Claus essen. Sonst habe ich Weihnachten getötet. Für immer. Verlorene. Ja, ja, geht schön zu den Aliens rüber. Habe ich eigentlich... Habe ich eigentlich schon mal 5 Minuten lang sinnlos rumgestammelt, ohne ein Wort rauszukriegen? Wenn nicht, dann wird es nämlich jetzt mal höchste Zeit. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, ist, habe ich euch eigentlich schon mal meine persönliche Geschichte aus XCOM 1 erzählt? Ich glaube schon, denn sie ist eine großartige Geschichte und eine Geschichte voller Missverständnisse. Lass mich kurz mich sammeln, weil dieser Santa Claus, den wir hier sehen, ist höchstwahrscheinlich ein Charakter aus dem ersten Teil. Ich erkläre euch das gleich gerne. Was ist denn gleich nochmal Hagelschuss? Der das Ziel garantiert trifft, aber ganz viel Munition verbraucht. Genau. Aber, oh, das ist gut. Das ist gut. Jetzt warte mal. Genau. Genau. Das ist einer der Kontakte, genau, die wir suchen. Aber es sind noch weitere im Gebiet. I give you strength. I give you strength. And I give you my sword. And my bow. And my axe. Oho. Das ist zu gut, um es nicht zu tun. Tja, da hat er wohl ein Wehwehchen, unser Krieger. Warum kannst du das eigentlich nicht, Sakurak? Du bist doch hier unser super Elite-Soldat. Pa-
Thunderbear. Wo schicken wir dich denn hin und her? Ich schicke ihn mal hier hin und her. Wir können mal auf den da schießen. Aber der stirbt. Da, doch, klar stirbt er, wenn er trifft. Also nicht Thunderbear, sondern der Verlorene. Zwischen die Augen. Ich hab ihn erwischt, oder? Nö, hast du nicht. Wem kannst du einen Zug schenken? Ah, Dragunova, stimmt. Weiß ich nicht, ob wir das machen wollen. Bist du der Letzte? Nein. Nein, ganz und gar nicht. Also, wir hätten hier noch unseren Bomber. Stargater der Bomber. Bomberman. Bomberman. Rücke zur Zielkoordinate. Kann in volle Deckung gehen. Aber kann er auch hinten den Hunter mit einer Granate treffen? Ah, so knapp nicht leider. Ach, das ist schade. Das wäre jetzt cool gewesen. Dass der, wenn der in einer Runde einfach mal schnell so bam weggesprengt wird und dann ist Schluss. Ruhe. Und Frieden. Na, dann gehen wir in Overwatch. Gebe Feuerschutz! Meine ich ja. Gefechtsprotokoll. Muton, warum nicht? Warum nicht? Ja, ich mache mir echt Sorgen um die eine Geisel da, die wir gerettet haben. Also noch nicht gerettet haben. Also sowohl um Santa Claus mache ich mir Sorgen, aber eben auch um den anderen, der gerade dieses Fass in die Luft gesprengt hat. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Er heißt The Scout. Na gut, er kann jetzt nicht mehr schießen, aber wenn er seinen Zug an Dragunova weitergibt, kann die noch schießen. Ganz recht. Vergessener, ich lasse dich jetzt am Leben, weil ich mich drauf verlasse. Und ich hoffe, du enttäuscht mich nicht, weil ich mich drauf verlasse, dass du mir hilfst und die Bösen angreifst. Die bösen, bösen Aliens. Yes! Yes! Sie kennen unsere Position. Das ist okay. Es ist Zeit, die Ältesten stolz. Yes! Also nichts ist mit den Ältesten. Na immerhin, daneben. Zwei Schaden. Willst du nicht in die Luft steigen und ganz viel Raketen auf irgendwen schießen? Ja, er will's wirklich machen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das ist immer so eine verschenkte Runde für die. Das finde ich gut. Muton, willst du nicht vielleicht lieber auf die... Ah, okay, Feuerschutz ist gut. Willst du nicht auf die Aliens schießen, statt auf meine Leute? Auf die Vergessenen. Die sind doch viel gefährlicher als der da. Ah. Oh. Guten Tag. Oh nein, der raubt Dragunova die Seele. Was für ein Arsch. Klaut der einfach hier Seelen? Der kann doch nicht einfach Seelen klauen. Für wen hält er sich denn? Jetzt darf er sich auch noch bewegen, oder wie? Und da hoch irgendwie sich teleportieren. Unverschämtheit. Kann er doch nicht machen. Auf die Seiten achten! Schieß auf den Vergessenen! Die Advent-Truppen sind in Bewegung. Mein Gott, wie viele sind denn hier von diesen Dingern da? Diesen doofen, doofen Dingern. Und dann ist auch noch der Jäger da, wisst ihr? Es ist schon krass jetzt hier. Es wird echt hier ein bisschen heftig, die Mission. Die anderen Auserwählten waren schon immer etwas weich. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet sie erledigen. Einer der Auserwählten der Ältesten. Ach was. Meinst du den wir schon in die Luft gesprengt haben? Versuchen wir etwas anderes. Nein, nicht Santa Claus. Betäubungsschuss? Oh oh. Das wird dich beruhigen. Betäubungsschuss in Verbindung mit Rakete von diesem Kerl ist unter Umständen echt gefährlich. Wenigstens können ihre Leute kämpfen, Commander. Das stimmt überhaupt nicht. Meine Leute können überhaupt nicht kämpfen. Das ist eine ganz gemeine Unterstellung. Schön, dass die alle in unserer Abholzone sitzen. Was soll das? Kommt alle her, ihr Verlorenen. Kommt alle her.
Müsst ihr auch an Thriller denken auf einmal? Irgendwie schon. Also ich. Ja, hallo. Wie viel kommen denn da noch? Und wenn schon so viele kommen, können die dann vielleicht mal Edwin hauen? Bitte. Edwin ist böse. Wir müssen Edwin... Ja, hau ihn. Nein, wo gehst du denn hin? Hau doch, Edwin. Ja, hau den da. Das ist gut. Nein. Ich weiß nicht, warum die den nicht hauen. Gehören die jetzt zu denen? Sind die jetzt verbündet mit denen oder wie? Nein, genau. Ja, das hast du jetzt davon. Mist, einen von uns hat's erwischt. In diesem Zustand ist er für die Auserwählten leichte Beute. Auf die Beine stellen. Sofort. Ja, mach ich. Das stellt mich halt echt vor eine blöde Situation, aber es hilft ja nichts. Das da sprengen wäre eine super gute Idee, aber erst müssen wir Santa Claus hier rausholen. Santa Claus, kannst... Nein, er kann nicht in einer Runde dahin kommen, aber gerade so nicht. Soll ich Santa Claus jetzt hier in Deckung gehen lassen und hoffen, dass er eine Runde da hinten überlebt? Ah, Santa Claus. Aber vielleicht, wenn wir ein paar Zombies wegschießen vorher. Vielleicht eine wohl platzierte Granate, hier so. Oder die wohl platzierte Granate ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Aber vielleicht ein bisschen anders, als ich mir das gerade gedacht habe. Er wird, glaube ich, irgendwie unterdrückt oder so, oder? Kann das sein? Ich weiß jetzt nicht genau. Ja. Er darf sich nicht bewegen, sonst kriegt er einen Reaktionsschuss ab. Santa Claus! Ja, was machen wir denn? Ich weiß schon, was wir machen. Du gehst mal hier hin. Oh, sorry. Mein Fehler. Puh, da hatte er echt nochmal Glück. Meine Güte, guckt euch unten die Leiste an, so viel Verlorene. YMCA. Achtung, jetzt machen wir Folgendes. Wir sprengen hier alles in die Luft. Das ist Schritt 1. Schritt 2, Santa Claus evakuiert. Schritt 3, wir sprengen noch mehr alles in die Luft. Ich finde, das ist ein guter Plan. Was ich konnte! Wer ist denn Chris Kringel und warum wurde der ausgeschaltet? Nein! Wurde Santa Claus getötet? Die erste Person, die mich mehr als einmal besiegen konnte, Commander. Nein! Freuen Sie sich nicht zu früh. Ich komme. Wieder. I'll be back. Oh, warte. Ich will neu laden. Das finde ich jetzt gemein, dass der gestorben ist. Das war für mich nicht ersichtlich. Das war für mich sogar unersichtlich. Ich meine, da war ein Sprengfass und ich habe... Jetzt im Nachhinein macht alles Sinn. Aber ich dachte ehrlich gesagt, ich kann eben mit der Granate das Sprengfass gerade so nicht sprengen. Aber den Auserwählten. Aber ich finde es auch nicht gut, dass dieser NPC, der noch gar nicht mal ein richtiger Soldat ist, den Auserwählten tötet. Weil ich schätze mal, das gibt super coole Erfahrungspunkte. Und ich hätte gern super coole Erfahrungspunkte für mich. Also für einen echten, also für einen Spieler. Für einen Spielercharakter. Also für einen... Ah ja, jetzt sind wir wieder hier, in der Realität. Das ist gut. I'm on it. Also... Stargater weckt jetzt erstmal hier, bitte. Easy now, Soldier. Andersrum. Falkos weckt Stargater. Sie versuchen also eine Rettung, Commander. Bei ihrer Vergangenheit war ich nicht sicher, ob sie es riskieren würden. Stargater. What to do? Ich versuche jetzt mal, Santa Claus den Weg zu verkürzen, ohne dass ich ihn in die Luft sprenge. Bin leer geschossen. Ach so, ich wollte ja... Hey, es hat schon funktioniert. Der eine hat gereicht. Wir können Santa Claus evakuieren. Chris Kringel... alias Santa Claus. Also, zu Santa Claus folgendes. In XCOM 1, das wollte ich euch ja noch erzählen.
VIP in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Verstanden. Firebrand hat die VIP. Commander, wir sollten unsere restlichen Leute so schnell wie möglich zum Evakuierungspunkt bringen. Je länger wir warten, desto schlechter stehen unsere Chancen. Hat er gerade gesagt, was? Ich hab's nicht. Was? Ich bin verwirrt. Santa Claus. Wir, in meinem ersten Playthrough von XCOM 1 hatte ich einen Soldaten, der bekam automatisch zufällig zugewiesen den Spitznamen. Aua! Santa Claus. Und bei diesem Santa Claus wurde dann zufälligerweise als so ziemlich einzigem. Obwohl das ein random NPC war, also das war keiner meiner richtigen Hauptcharaktere, wurde als einzigen oder zumindest ersten Psi-Talent entdeckt. Und das war ja im ersten Teil noch ein Big Deal. Yeah. Und das heißt, ich musste ihn dann letztendlich im Grunde in die letzte Mission mitnehmen. Und Achtung, Spoiler-Alarm! In XCOM 1 hat er sich dann quasi selber geopfert, um das Alien-Schiff zu steuern und in die Sonne zu fliegen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall macht das irgendwie kaputt und rettet die Menschheit. Also nur kurz, wenn wir XCOM 2 hier so sehen. Aber gut. Und dann habe ich mit einem Freund zusammen eben die Story von Santa Claus weitergesponnen. Denn natürlich war der Santa Claus, den wir gespielt haben in XCOM 1, war der Santa Claus, der berühmt-berüchtigte Santa Claus, und der sich geopfert hat, um die Menschheit zu retten. Und zu seinen Ehren wird heute noch einmal im Jahr Weihnachten gefeiert. So war das. Ich beginne zu verstehen, was die Ältesten an Ihnen so interessant finden, Commander. Ihre kleine Truppe bietet eine Herausforderung. Wir haben den Auserwählten gezeigt, dass der Widerstand sich nicht kleinkriegen lässt, Commander. Jetzt müssen wir das Ding nur noch finden und endgültig ausschalten. Cool. Aber ich habe gehört, dass Widerstand zwecklos ist. Wer ist denn jetzt noch dran, bitte? Bitte noch ganz viele. Verdammt, ihr seid nicht ganz viele. Ihr seid ganz wenige sogar. Und wer von den Kerlen hat jetzt gleich nochmal den Klon... Du warst es, oder? Mist, ausgerechnet der hat den Klon von Dragunova erstellt. Kann ich ihm vielleicht hier eine Granate reinwerfen? Das wäre gut. Und den Boden unter den Füßen wegsprengen. Oh, das wäre gut. Aber ich weiß nicht, ob der Boden tatsächlich explodiert. Aber Granate! Die nächste Runde könnte echt schmerzhaft werden für uns alle. Haha, ich glaube, er ist wirklich runtergefallen, oder? Ist er gestürzt? Ist er? Ja, ich glaube schon. Zakorak, du musst ihm jetzt den Rest geben. Nein, nein. Ja. Wie viel Prozent? Na, nicht Gefechtsprotokoll. Ah, du musst nachladen. Was ist denn das gleich nochmal? Elektrische Entladung. 5 bis 8 Schaden. Das müsste... könnte den umbringen. Und den da gleichzeitig noch irritieren. Oder kriege ich beide? Nee, ich muss mich entscheiden. Entweder oder. Beide geht nicht. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Finde ich gemein. Ich könnte die beiden brutzeln. Ah, alles nicht so leicht. Entscheidungen über Entscheidungen. Ist noch irgendjemand sonst noch dran? Ja, Blackman Army. Und den würde ich eben befreien. Dann könnte er... Okay. Ich habe einen Plan. Wir machen jetzt wirklich mal diese Kondensatorentladung, weil ich die sehen will. Und wir entladen auf die beiden hier. Es sind leider keine Roboter, sonst wäre es noch effektiver, aber die beiden könnten beide sterben eventuell. Ich glaube, einer ist zumindest tot. Das heißt, Blackman Army befindet sich nicht mehr unter Feuerangriff-Dingens. Und das heißt, er kann jetzt den ganz gemütlich mit einem Schwerthieb kaputt hauen. Das dürfte Dragunova aus ihrer Stase befreien und das Phantom töten. Der Schatten. So, und jetzt hat Dragunova noch einen Zug. Nämlich. Und in der nächsten Runde versuchen wir dann alle zu evakuieren. Aber wenn ich Dragunova in der nächsten Runde evakuieren will... Aber die kann sich noch unsichtbar machen. Ich könnte jetzt Claymore werfen. Aber ich kann es wahrscheinlich nicht unter mich in den Raum werfen. Das wäre nämlich gut. Wo sind denn noch Gegner? Es waren doch 100 Millionen da irgendwie, oder?
Jetzt erstmal nachladen, Dragunova. Ich habe diese Magazine selbst befüllt. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß nicht, warum du da so einen Big Deal draus machst. Das hast du jetzt schon 100 Mal erzählt. Das muss ja echt wichtig sein, dass sie diese blöden Magazine selbst befüllt hat. Ist Magazine befüllen wirklich so aufwendig? Ist das so eine Riesensache, dass man da ständig über nichts anderes mehr reden muss, kann, darf, soll, will? Verdammt, brauche Deckung! So, jetzt kommen ungefähr 500 Schwärme, die wir angelockt haben, durch 500 Explosionen. Oh je, oh je, oh je. Das wird jetzt lustig, glaube ich. Oh oh, Nahkampfangriff auf Black Man Army. Du weichst aus! Nein, du kriegst ganz schön Schaden. Ja, ja, du schießt den Verlorenen weg. Idiot. Wenn die bei mir auch mal so schlecht zielen würden. Immun. Immun gegen was? Cool. Die Aliens haben fast nichts gemacht. Die haben Blackman Army einmal echt böse gehauen, aber sonst. Jetzt kommen ungefähr 500 Zombies. Oh mein Gott. Ah, sie brennen und sind überall. Was zur Hölle? Wow. Wow, guckt euch das an. Alle in unserer Abholzone. Wer schießt hier überhaupt auf wen? Irgendwer hat auf jeden Fall Schaden bekommen. Ich check gar nichts mehr. Hey. Haha. Haha. Ha. Haut sie. Haut sie alle! Ja, daneben, schade, sonst hätte er echt so einen getötet. Das wäre lustig gewesen. Leute, leider ist jetzt für heute schon wieder Schluss. Wir können in dieser Runde leider nicht alle evakuieren. Das heißt, eine Runde müssen wir noch auf jeden Fall hier bleiben. Das heißt, jetzt gibt es ein Zombie-Gemetzel, das sich gewaschen hat. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ich kann euch mit einplanen in die ganze Geschichte. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Auf Patreon könnt ihr das Ganze unterstützen, das ganze Projekt. Das wäre mir eine riesen Hilfe und das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Jeder Euro ist großartig investiert von euch in diesen Kanal. Aber wenn ihr sagt, nein, ich gebe doch kein Geld aus, ich bin doch nicht bescheuert, dann ist es vollkommen okay. Dann benutzt doch vielleicht bitte einfach den Amazon Affiliation Link, den ich unten in der Infobox platziert habe. Wenn ihr das nächste Mal über Amazon irgendwas kauft, geht über diesen Link auf Amazon. Das kostet euch dann, wenn ihr dann auf Amazon etwas kauft, keinen Cent mehr, garantiert. Aber ich kriege eine kleine Provision. So könnt ihr auch den Kanal unterstützen und es würde mich wahnsinnig freuen. Und ansonsten rührt die Werbetrommel. Das wäre auch sehr cool, sehr hilfreich für mich. Und ja, danke, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi.